ging irgendwie bei Donnersmarck und Donnersmarck in den Filmregisseur. Die drehen einen Film über einen berühmten Maler. Ja. Ich hatte schon nach 10 Sekunden gefühlt, habe ich gesagt, das ist doch Gerhard Richter. Ja, das meinte er. Naja, da sind sie irgendwie, wir müssen nur besorgen. Und die von dem Thomas Werner, die Fotos, da war ich ja dabei, wo der Friedhof hier war, da ist noch nichts, da hast du auch noch nichts gesehen. Ja. Da hat er, ey, das ist eben auch sowas, was mich da wirklich, das ist ja emotional. Von Mordsburg so Kräuter gesammelt hat, so. Also kalt, so in einer Flasche oder so. I will paint the feathers black. Without you is a stone unturned. Der Weise gebildet hat, wie sie sich gebildet hat, dass es zufällig war, dass hier Leben entstehen konnte. Ein Drama. Licht! Nationalbeziehungsstaat der Baumannsfassung. Und was soll in dem Häuschen dann sein? Was stellst du dir da vor? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht gibt es so einen Brief, den aus dem Häuschen heraus wurde. Man raucht einer rein und dann macht er so ein Fensterchen auf und steckt den Kopf raus und liest den Text vor. Mal sehen. Da hast du ja das richtige Häuschen für dich gebaut. Das können wir uns zeigen. Da muss man sehen. Oder gebaut ist es ja noch nicht. Das stimmt, ja. Gemalt ist es. Erstmal. Ja, wir haben ja heute erstmal entdeckt, dass es dieses Fenster ist. Und dann müsste das auch gegen Übernachtung für den Penner funktionieren. Das ist so. Hinten müsste noch so ein riesiger Karton rein, so, und eine 8 ist ohne Musik und die 9 wäre frei. Da haben wir jetzt alles zusammen. Was war jetzt das ging um jemanden, der Bücher begleitet, wenn man die 6 liest. Da können wir ja vielleicht dazu summen, also das finanziert sich. Okay. Gut. Dann können wir jetzt nicht, wo soll ich das Ding überhaupt hinstellen? Also, oder wie kann ich weiterreichen? Genau, dann können wir jetzt das Licht ausmachen. Kann man das Licht ausmachen? Kann man langsam wird hier seinen Tisch hinbauen. Und jeder, der zu dem Zeitpunkt für die 8 nicht hat, der könnte sich mit anstellen in die Schlange. Das ist das, was hier aufgezeichnet ist. Also hier ist der Barraum. Und hier findet die 7 statt. Das ist der Nachbar, die 8, das ist der Andreas. Und wir brauchen 8 Leute, die sich hier hinstellen. Und Andreas gibt jedem eine Frage und den Text zur Antwort gleich mit. Und wir haben gesagt, gleich, dass wir den weiter nichts machen, sondern jeder, der eine Antwort gegeben hat, tritt nochmal in die Tür, verbeugt sich vor dem Publikum und jeder wird geklatscht und nachdem alle 8 Antworten durch sind, Kontakt ist Schluss. Sozusagen. Und ansonsten läuft es nach dem Ablauf hier drüben im Kino. Das ist Szene Nummer 1. Das ist Wilhelmine. Dann wieder Szene Nummer 2. Szene Nummer 3 ist der Andreas auf dem Kino. Das hat doch jeder seine Nummer. Ja, hat jeder. Ja, da wissen wir jetzt durchaus, dass nur wer dann am Schluss bei der 8 nichts mehr zu tun hat, der fällt sich nicht. Und die Bank hat das Ganze? Genau, wir klatschen über Beifall, wer jetzt gerade hier ist. Und okay. Werden. Und wir dürfen so lange hier bleiben, wie im Haus eine Veranstaltung ist. Das haben wir alles schon geklärt. Und wenn also Sie dürfen nicht allgemein hier bleiben, wie es wie eine Veranstaltung ist. Das erlaube ich, habe heute das Hausrecht und ich erlaube das ausnahmsweise. Ja gut, aber da wäre schön, allgemein abgemacht da ist bis 20 wenn Uhr. Du mit deinen Chefs dann nochmal redest. Wir haben, wie gesagt, mit dem Herrn Brücke genauso wie mit dem Herrn Muschke ausgemacht. Die haben beide unser Programm. Da steht das drin für jeden Tag. Das liegt unten aus, das kann sich jeder einsehen. Genau, also wie gesagt, ich habe heute mich darauf geeinigt mit den... die Chefs waren damit einverstanden, dass wir dieses Programm so durchziehen können. So, wie wir das aufgeschrieben haben. Ja. Die haben extra für uns heute die Tür aufgemacht und wir haben alle anderen Türen abgeschlossen. Und deswegen hier in diesem Raum dürfen wir das. Und kann ich Sie bitten, mich nicht zu filmen? Erkundigen, ja. Ob wir das dürfen oder nicht. Ich kann dir das hiermit nochmal versichern. Wir haben das mit fast jedem Hausangestellten schon mal dieselbe Diskussion führen müssen. Und da gibt es einen Kommunikationsfehler bei euch im Haus. Ich bin halt vom Haus beauftragt. Deswegen sage ich das nochmal, da gibt es einen Kommunikationsfehler bei euch im Haus. Wir haben mit der Leitung des Hauses gesprochen. Die Leitung ist einverstanden, dass wir unsere Inszenierung so machen, wie wir das tun wollen. Ja, dass wir das dürfen. Ja. Dafür haben sie extra die Tür aufgemacht. Genau, dass sie hier frei anschalten dürfen. Und dass wir das ist mir bekannt. Gut. Aber dazu gehört das Rauchen, dazu gehört das Trinken und dazu gehört, dass wir so lange hier bleiben dürfen, wie noch unsere Außenveranstaltung ist. Heute dürfen Sie länger bleiben, ansonsten bis 20 Uhr. Das gilt für die nächsten Tage. Haben wir ausgemacht. Da kann ich dich jetzt nur informieren, dass wir das so ausgemacht haben. Du kannst dich nochmal erkundigen, notfalls solltest du Herrn Flücke nochmal fragen, der wird das nochmal bestätigen, was wir vor 2 Tagen schon gemacht haben, gegenüber den versammelten Hausmeistern, die hier alle da waren zum Gespräch. Und das ist alles geklärt und wir sind es leid, das jedem Angestellten des Hauses nochmal erklären zu müssen. Weil alle jedes Mal uns versichern, hier im Haus darf das nicht, hier im Haus darf das nicht, hier im Haus darf das nicht. Wir haben mit der Leitung des Hauses vereinbart, dass wir dürfen. Okay? Und das kann ich jetzt hiermit nur noch mal sagen und wir halten uns an das, was wir dürfen. Also mein Standpunkt ist, was ich gerade gesagt habe. Ich werde mir das jetzt nochmal bestätigen. Ich werde mir das jetzt nochmal bestätigen lassen. Genau. Und, wie gesagt, da gibt es einen Kommunikationsfehler im Haus, weil wir haben die Genehmigung, dass wir... Wenn es so sein sollte, wie Sie es jetzt geäußert haben, dann entschuldige ich mich, aber ansonsten... Brauchst du nicht. Wir sind es nur leid, weißt du, das bist ja nicht nur du. Gestern kommt das Mädel, das unten die Empfangsdame gespielt hat und sagt, ja und, wie ist das mit dem Rauch? Und da haben wir das mit ihr nochmal besprochen. Dann sagt die, ja, aber sie dürfen hier nicht rauchen. Dann haben wir gesagt, das haben wir schon geklärt und so weiter. Und da ist der Kommunikationsfehler. Wenn das Haus einfach zu euch sagen würde, bitte die Jungs da von der Arbeitslosenoper und die Mädels, die Kinder dürfen hier im Wasser rumlatschen. Wir dürfen alle barfuß laufen, wir dürfen rauchen und wir dürfen bis zum Schluss, wenn das Haus zugemacht wird, bleiben. Ja. Also ich werde mir das nochmal bestätigen lassen, wenn das schon in Ordnung ist, dann ist alles klar. Wir gehen davon aus, dass das besprochen ist. Heute ist das sowieso alles klar. Ja, aber das gilt auch jetzt für die nächsten Tage, also bis Montag, Dienstag. Also bis Dienstag, Mittwoch bauen wir ab und bis dahin geht es. Machen, das ist gar nicht.